Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen in der Vorweihnachtszeit. Ein Tag ist es noch bis zum Heiligen Abend, aber heute wird nochmal Sport getrieben. Volleyball-Bundesliga steht bei uns auf dem Programm. Der Schweriner SC empfängt den VC Wiesbaden. Der VC Wiesbaden, beim einen oder anderen klingelt es da vielleicht. Richtig, das war das letzte Heimspiel in der letzten Saison. 0:3 ging es verloren. Keiner setzte mehr ein Deut auf den Schweriner Sportclub. Das Ende vom Lied, man gewann alle 4 Playoff-Spiele und wurde letztendlich verdient deutscher Meister. Daran wollen wir heute anknüpfen. Der Schweriner SC hat sich stark gesteigert in den letzten Spielen. Auch das Champions-League-Spiel, auch wenn es 0:3 verloren geht gegen Kang, war deutlich besser. Und diese Steigerung wollen die Schweriner fortsetzen und hier die letzten 2 Punkte vor Weihnachten holen. Aber auch Wiesbaden. 2 Niederlagen haben sie jetzt in Folge einstecken müssen. Gegen Köpenick und gegen Münster. Und nun wollen sie, auswärts in der Fremde, beim großen Team, beim deutschen Meister, hier 2 Punkte mitnehmen. So die Marschroute des Trainers. Ob ihnen das gelingt, das werden wir jetzt verfolgen beim Spiel Schweriner SC gegen den VC Wiesbaden. Thank you.
Herzlich willkommen vom Kommandatorenplatz zum vorweihnachtlichen Spiel des Schweriner Sportclubs gegen den VfC Wiesbaden. Bei mir nun die Volleyballerfahrung in Person in Schwerin. Maja Pachale wird uns den ersten Satz begleiten. Schön, dass du erstmal da bist. Hallo. Hallo erstmal. Und wir beginnen das Spiel gleich mit Julia Retzlaff und wollen auch gleich ins Spiel einsteigen, wollen die Zeit gleich nutzen. Wovon hängt das ab, Maja? Mit welcher Spielerin man das Spiel beginnt, den ersten Aufschlag? Ja, zum einen natürlich erstmal, wer fit ist, und dann zum anderen natürlich wertet man vorher die gegnerische Mannschaft aus und je nachdem, was die für Stärken haben oder worum es geht, wird dann aufgestellt. Ja, und der erste Punkt für den Schweriner Sportclub durch Patricia Thormann. Ja, wir haben jetzt vor kurzem noch das Champions League-Spiel gehabt gegen Cannes. Eine wirkliche Chance hatten Schweriner nicht, auch wenn es ein gutes Spiel war. Kann man daraus trotzdem etwas schöpfen, gerade weil es ein gutes Spiel war? Ja, auf jeden Fall. Also das ist eine Riesenerfahrung, die Spieler da machen. Die können sehr viel daraus mitnehmen und was lernen. Und zum anderen muss man ja auch sagen, dass sie sich gar nicht so schlecht verkauft haben. Also die ersten zwei Sätze waren wirklich toll. Nachher sind sie ein bisschen eingebrochen, aber das ist gegen so eine klasse Mannschaft wie Cannes auch, das kann mal passieren. Oh. Ja. Julia Retzlaff, Probleme bei der Annahme. 1-2. Sehen wir nicht zum ersten Mal in dieser Saison und sehen wir auch nicht zum ersten Mal beim Schweriner Sportclub. Das Problem hattet ihr im letzten Jahr auch. Ja gut, Annahme ist immer eine schwierige Geschichte. Wird sehr viel Druck mit den Aufschlägen gemacht, wie man jetzt auch wieder sieht. Und natürlich muss man sich darauf einstellen, aber es wird nie so sein, dass in der Annahme keine Fehler passieren. Also die werden immer da sein, egal wie hoch das Niveau ist. Martina Visto mit den Angaben. Ganz interessant zu sehen. Die haben alle den Vornamen auf dem Trikot, die meisten den Nachnamen, und die Schweriner haben einfach ganz drauf verzichtet. Du hast ja auch in Witzwiebo gespielt. Macht das eigentlich einen Unterschied für dich oder ist da scheiße egal, was ich anhabe, wir spielen hier Volleyball? Ja, das ist eigentlich egal. Also ich weiß, dass es nur international Pflicht ist, dass man den Namen auf dem Trikot hat, dann natürlich auch den Nachnamen. Und einige Vereine machen das so, andere so und einige halt gar nicht, wie Schwerin. Aber das ist nicht wirklich wichtig, finde ich. Ja, Berit Kaufeld jetzt mit dem direkten Punkt. Regina Borchardt konnte den Ball nicht annehmen. Auch eine sehr eigenwillige Technik von Berit Kaufeld bei der Angabe. Ja, das ist schon speziell, so ein einbeiniger Sprungaufschlag. Das machen nicht so viele, aber ist auch sehr effektiv. Und da haben wir noch etwas Spezielles gesehen, nämlich den zweiten Ball von Denise Hanke. Kannten wir aus dem letzten Jahr nicht so. Ist das einfach eine Weiterentwicklung oder ist das der Trainer? Das kann ich jetzt nicht so genau beurteilen. Also ich weiß jetzt nicht, wie er dazu steht, ob er das mehr fordert. Auf jeden Fall ist es eine weitere große Waffe für eine Mannschaft, weil das einfach mehr Druck auf die andere Mannschaft aufbaut. Was wir hingegen bei Schwerin nicht mehr so häufig sehen, das ist mir gegen Stuttgart ganz extrem aufgefallen, diese kurze Variante, also kurz antippen und direkt aus der Mitte den Angriffsschlag. Nadja Schaus war dafür ja gerade da, das hat sie in Stuttgart auch gemacht. Ist das so ein Angriff spielerspezifisch? Ja, das hängt immer von den Spielern an, die da auf der Mitteposition spielen. Einige haben viel mehr Stärken, die einbeinigen, wie zum Beispiel Patricia Thormann über Kopf. Aber auch Anja kann eigentlich auch vorne gut angreifen. Das hängt natürlich immer von der Qualität, von der Annahme und auch von der Feldabwehr ab. Manchmal ist es halt einfach auch nicht möglich, aber es ist sicherlich immer ein Ziel, das mehr zu spielen. Ah, der Ball im Aus. 6-4 für Schwerin. Schon ordentlich Speed im Spiel, ordentlich Tempo. Und Tempo haben auch die Gaben von Denise Hanke sind sehr schnell, aber nicht unbedingt sehr gezielt, oder sieht man das falsch? Nee, das ist schon so. Beim Sprungaufschlag hat man nicht hundertprozentige Kontrolle. Da fokussiert man darauf, eine Feldhälfte zu treffen, wo man ungefähr hin will. Und dann ist natürlich der Power kommt dann aus der Härte der Schläge.
Da hat der Anne Beuys eine Berührung des Blocks gesehen. Schiedsrichter sehen das anders, 6:5. Und Julia Osterloh wird den Ball jetzt ins Spiel bringen. Sah eigentlich nicht nach einem guten Zuspiel aus von Denise. Hatte sehr Rücklage an der Ball. Ja, das stimmt. Das ist manchmal, kann ein Angreifer das noch sehr gut ausgleichen mit dem Anlauf. Aber manchmal ist es dann halt auch im Rücken und dann hat sie das aber super gelöst. Hat er rübergehoben, macht den Punkt an der Boys und sie selber jetzt auch mit der Sprungaufgabe. Und da wackelt das Netz, Punkt für Schwerin. Und jetzt sehen wir so eine 2, die Schiedsrichter anzeigen. Was bedeutet das? Also in dem Fall war das keine Netzberührung, sondern der Schiedsrichter hat gepfiffen, dass das Zuspiel unsauber war. Und das im Prinzip heißt, dass die Zuspielerin mit beiden Händen einzeln am Ball war. Und deshalb ist es ein Fehler. Gilt das dann quasi also als 2 Berührungen? Und ganz genau, das zählt dann als 2 Berührungen. Das ist beim ersten und beim dritten, bei der ersten und bei der dritten Berührung gültig, aber nicht beim Zuspiel. Das muss sauber sein. Ja, dann haben wir das einmal geklärt. Wir kennen auch noch das Zeichen, wo wir gerade dabei sind, wenn sie 4 zeigen. Heißt das dann einfach 4-mal berührt, oder? Ja, genau. Dann ist das meistens der Fall, wenn der Angriff nicht die Blockhände berührt hat, sondern im Netz war. Und dann auf derselben Seite weitergespielt ist, das ist dann 4 Berührungen hintereinander und das ist natürlich auch ein Fehler. Ja, dann sind wir wieder ein wenig schlauer, Regelkunde nach Maja Parale. Maja, selber mal überlegt, Trainer zu werden? Es wurde oft an mich herangetragen, speziell auch für Nachwuchs. Allerdings muss ich sagen, dass ich da nicht so den Draht zu habe. Ich kann sehr gut Volleyball spielen, ob ich das auch als Trainer dann umsetzen könnte, wage ich etwas zu bezweifeln. Jetzt sehen wir wieder die Sprungaufgabe von Anne Beuys. Gefährlicher Ball und der Punkt. Große Schwierigkeiten bei der Annahme. Würdest du speziell sagen, dass die Sprungaufgaben gefährlicher besser sind als die normalen besser? Oder sollte man da vielleicht auch so einen Wechsel drin haben, wie Schwerin gerade hat? Ja, das ist schon sehr von Vorteil, weil dann können die Annahmespieler müssen sich immer wieder auf neue Situationen einstellen. Es kommt immer ganz darauf an, wie diese ausgeführt werden. Also es gibt auch bei den Sprungaufschlägern einfachere Aufgaben dabei, aber das ist immer unterschiedlich. Martina Novotná bringt den Ball da rein, jetzt Julia Retzlaff. Ja, der Block steht gut. Jetzt hat man sich als Angriffsziel Denise Hanke erwählt. Ist das so ziemlich das Beste, was man gegen Schwerin machen kann? Also wenn sie in der Abwehr steht und den ersten Ballberührung hat, ist es schon sehr von Vorteil für die gegnerische Mannschaft, weil sie dann nicht zuspielen kann, dann muss jemand anders zuspielen und dann wird das natürlich viel ausrechenbarer. Gute Rettungsaktion von Lisa Thomsen. Reicht nicht aus. 9:8. Ja, du bist ja durch alle möglichen Sporthallen gereist. Hast viel gesehen, Patricia Thormann, ein wenig zu kräftig. Wo steht so die Schweriner Arena so im Vergleich? Du hast in Würzburg gespielt, du hast Bundesliga gespielt, du hast in den USA gespielt. Ja, also diese neue Halle ist schon sehr schön voll Volleyball. Es ist nicht zu groß wie einige andere Hallen, aber es passen genügend Zuschauer rein. Und im Vergleich mit deutschlandweit, mit den anderen Vereinshallen, ist es schon eine der Top-Hallen. Ja, Schwerin ja auch extra neu bauen lassen. Die Halle steht ja noch gar nicht so lange. Und die Zuschauer ja auch relativ verwöhnt. Schwerin haben nicht so viele Niederlagen sehen müssen. Eine davon hast du miterlebt hier zu Hause gegen Wiesbaden. Inwiefern kann man einen Vergleich ziehen zu diesem Jahr? Es ist wieder der VC Wiesbaden. Der Wiesbadener Trainer sagt, das kann man überhaupt nicht vergleichen, weil das sind ja 2 völlig andere Mannschaften, die auf der Platte stehen. Ja, ganz genau, das sehe ich auch so. Das ändert sich von Jahr zu Jahr, auch wenn der Verein immer noch gleich heißt, sind immer viele andere Spielerinnen dabei. Das ist eine ganz normale Fluktuation und das kann man wirklich nicht miteinander vergleichen, ja. Ja, Pisinato mit dem Punkt für Wiesbaden jetzt.
Hat sich gut gestellt am Netz. Und Martina Novotna mit dem Aufschlag beim 10:9 für Wiesbaden. Und der Punkt geht jetzt nach Wiesbaden. Netzberührung. Das Zeichen mit der gehobenen Hand bedeutet, dass der Ball gehoben, gehalten wurde. Und das ist auch unsauber. Ja, könnte ich mir vorstellen, dass bei da oft Diskussionen gibt bei der Auslegung der Regel, oder ist das eher nicht so? Auf jeden Fall, also da gibt es immer Diskussionen. Manche Schiedsrichter sind da genauer, andere nicht. Das Schlimme ist nur, wenn die nicht eine Linie pfeifen. Also wenn er einmal so einen Ball abpfeift, weil es unsauber war, dann muss er es beim nächsten auch machen. Und das ist oft nicht der Fall. Ja, guter Punktgewinn für den Schweriner Sportclub durch Patricia Thormann. Und Anja Brandt jetzt bei der Angabe. Die größte im Team des Schweriner Sportclubs. Ja, den Ball hat sie gar nicht bis rüber geschlagen. Nee, den hat sie überhaupt nicht getroffen. Stand auch nicht gut zum Ball in der Luft, also er war nicht im Gleichgewicht. Und dann konnte sie das auch nicht mehr ausgleichen. In Schwerin wurde jetzt hier viel über die, klasse Block von Berit Kaufeld, über die Belastung gesprochen, so viele Spiele hintereinander, allein 6 Heimspiele für Schwerin im Dezember und 6 im Januar. Ich glaube, 13 Spiele waren es insgesamt in einem Monat. Sie müssen jetzt am 23. Dezember, am 27. Dezember, also einen Tag vor, einen Tag nach Weihnachten, am 30. dann auch nochmal. Wie kommt man mit so einer Belastung klar und kann man unter so viel Reisestress eigentlich eine wirkliche Top-Leistung abrufen? Ja, das, zum einen muss natürlich das Training zurückgefahren werden, weil einfach die Belastung zu hoch wird. Das heißt, es wird weniger trainiert und nicht so intensiv, was eigentlich dann nur noch aus Spielen besteht. Und es ist schon schwierig mit dem ganzen Reisestress. Nichtsdestotrotz müssen das natürlich die Sportler versuchen, so gut wie möglich zu machen und das alles zu geben. Ja. Und wieder überzeugt der Wiesbadener Block und Wiesbaden führt mit 13:12. Und wo wir gerade bei der Liga und im Stress sind, auch die Playoffs sind ein Thema. Wie stehst du eigentlich zu dem Prinzip? Weil es wertet eigentlich die Liga ja ab, weil sie nicht ganz so wichtig ist mit 8 Playoff-Mannschaften. Warum wertet das die Liga ab? Also das sehe ich ganz und gar nicht so. Das ist normalerweise in allen anderen europäischen Ligen auch der Fall, dass Playoffs gespielt werden. Also ich halte das für sinnvoll. Natürlich ist es diese Saison alles ein bisschen zeitlich eingeschränkt. Zum einen, weil die Saison später begonnen hat durch die Weltmeisterschaft und zum anderen, weil sie früher aufhören muss wegen der Olympia-Qualifikation. Und da ist das natürlich sehr eng gepackt, aber grundsätzlich finde ich Playoffs sind völlig in Ordnung. Ja, das ist so grundsätzlich auch der Grundton aller sportlichen Leiter, so wie wir es bisher rausgehört haben. Einer sagte, das ist ganz gut, gerade für Mannschaften wie Schwerin, die Europapokal spielen und da ihre Energie reinsetzen, dass sie dann auch mal in der Liga durchaus mal ein Spiel verlieren können und trotzdem noch als beste Mannschaft Deutschlands dastehen kann. Auf jeden Fall, weil wenn nur die Hin- und Rückrunde gezählt wird, dann ist wirklich der Fokus nur auf den Ligaspielen. Und so hat man natürlich ein bisschen einfacher und kann auch alles für die europäischen und auch für den deutschen Pokal reinstecken. Und der Punkt von Novotna, Block angeschlagen, aber trotzdem hatte ich das Gefühl, ganz gute Blockarbeit. Berit Kaufeld ist da gut reingerückt. Ja, das war an sich okay Block, leider ist er ein bisschen hoch abgeprallt, aber das war jetzt nicht so tragisch. So, 14:16, wir haben zweite technische Auszeit, wir schauen mal auf die Schweriner. So, und jetzt Trainer Meier, auch wenn du es nicht machst, was gibst du jetzt dem Schweriner Sportclub mit? Ja, ich denke, sie müssen dann erstmal noch ihren Spielrhythmus finden. Ich habe jetzt den Eindruck, es geht immer hin und her und keiner kann sich deutlich absetzen.
Und ich denke mal, dass auch in der Annahme ein bisschen mehr Ruhe rein muss und dass einfach der Ball gut nach vorne kommt. Und dann denke ich mal, angriffsmäßig stehen wir ganz gut da und dann sehen wir mal weiter, wie das jetzt zum Satzende hin verläuft. Was verstehe ich darunter? Ruhe in der Annahme reinbringen. Wie bringe ich Ruhe rein? Ja, dass es einfach ein bisschen organisierter ist und ja, halt nicht so hektisch. Ne? Also, dass man einfach wirklich sich darauf konzentriert, die Annahme gut nach vorne zu bringen und dann hoffentlich auch den Punkt macht. Ja, wir haben es bei Schwerin jetzt in den letzten Spielen des Öfteren auch mal gesehen. Annahme und dann fällt der Ball runter und keiner fühlt sich richtig dafür zuständig. Zum Teil fehlende Kommunikation und Absprache. Ist das schwieriger, wenn man so viele Spielerinnen im Spiel hat, die nicht dieselbe Sprache sprechen? Nee, das denke ich nicht. Ich denke, dass das eher dann ein Taktikproblem der Annahme, weil auch in der Annahme ist eigentlich klar festgelegt, wer welche Bälle spielt. Natürlich gibt es dabei auch immer Schnittstellen und diese Schnittstellen sind natürlich da, wo die Fehler passieren in der Absprache. Ne? Ja, Anne Beuys hat da die Lücke gefunden und genutzt. 15-16. Und Julia Retzler. Mit der Angabe ins Aus. Wir haben es auch oft gesehen, Julia Retzlaff ist oft die, die in den Auszeiten nochmal das Wort ergreift. Was kann sie jetzt mit einbringen? Was macht sie anders als der Trainer? Ja, das ist manchmal eben noch ein Unterschied, ob der Trainer das sagt oder ob eine Spielerin irgendwas auffällt. Was nicht heißen will, dass das eine oder das andere besser angenommen wird. Aber manchmal ist es einfach eine andere Perspektive und auch einfach nochmal eine Anfeuerung. Ja, ein toller Ball jetzt von Berit Taufeld. Aber der Wiesbadener Block kommt auch nicht richtig zusammen dann. Ja, das ist sehr gut gespielt. Ein schneller Ball über Kopf. Und dann findet man die Lücke im Block. Ah, jetzt haben wir eine kurze Variante gesehen, wie wir sie im Schweriner Spiel so eigentlich nicht mal haben. Erst einmal in der Saison haben wir das sehen können. Berlin spielt mehr über die Außen. Und 17-17 den Punkt gemacht. Welchen Vorteil Schwerin gegenüber letztes Jahr hat, zumindest ist das mein Eindruck, ist die Stärke von Anne Beuys. Weil auch er, wie letztes Jahr um diese Zeit etwa, Mira Topic angeschlagen, hat mit dem Rücken, kann ihre Form nicht ausspielen. Und das fängt jetzt Anne Beuys sehr stark auf. Also mehr als Wendula Adler-Robber im letzten Jahr. Oder ist das ein falscher Eindruck? Ja, das weiß ich jetzt nicht so ganz genau. Auf jeden Fall ist Anne Beuys eine sehr talentierte Spielerin, die sicherlich auch noch jung ist und noch dazulernen kann, aber technisch sehr gut und musste sich natürlich jetzt auch erst zurückkämpfen nach ihrer Schienbein-Knieverletzung und ist da auf einem ganz guten Weg. Eine Stütze im Schweriner Spiel, Regina Burchardt, 18-18. Da kann man eigentlich ruhig bei so einem Spiel daneben stehen bleiben oder wie groß ist der Drang, jetzt aufs Feld zu rennen? Ah, eigentlich nicht so groß. Also die ersten zwei, drei Spiele, die ich dann, nachdem ich aufgehört habe, selber von außen gesehen habe, da juckt es natürlich schon den Finger. Aber inzwischen hat sich das gelegt, auch weil ich weiß, wie viel Arbeit und wie viel Schweiß da drin steckt, um überhaupt auf so einem Level zu kommen und zu bleiben. Und da freue ich mich doch dann eher, nicht jeden Tag zweimal trainieren zu müssen. Ja. Kannst du jetzt anders die Zeit vertreiben? 18, 19 die Führung jetzt für Wiesbaden. Was machst du dann jetzt? Also ich bin jetzt vollberuflich beim Landessportbund von Mecklenburg-Vorpommern angestellt und dem Sinne auch den Sport ein bisschen treu geblieben, auch wenn es natürlich dann nicht aktiv ist. Aber das freut mich ungemein und es macht auch super Spaß. Ja, Sport ist, wird in Mecklenburg Vorpommern großgeschrieben, auch wenn wir nicht ganz so viele Einwohner haben wie manch anderes Bundesland. Aber wir haben gerade gesehen, der Ball aus dem Hinterfeld, aus dieser Perspektive sieht man das ganz gut. Sie hat ja quasi das ganze Feld offen, wenn da nur an einer Block steht. Ja, ganz genau. Natürlich ist es auch ein bisschen schwieriger, weil es halt 3 Meter weit weg vom Netz ist. Aber das ist natürlich auch eine Absprache zwischen Zuspielerin und Angreiferin und oftmals sehr effektiv. So, wir haben so kleine lustige Werte. Mitgenommen jetzt zum Beispiel Anne Beuys, Aufschlaghöhe 3,15 Meter, oder ist soweit.
3,15 Meter. Für was ist dieser Wert wichtig? Naja, das ist ja nicht nur die Aufschlagshöhe, sondern die Abschlagshöhe beim Angriff am Netz. Also das wird dann regelmäßig gemessen, dann wird dann daraus zurückgefolgert, was die reine Sprunghöhe ist. Also das ist auch ein athletischer Wert, den man dann auch verbessern kann. Und es ist natürlich sehr hilfreich, höher zu sein, weil man dann natürlich über den gegnerischen Block drüber schlagen könnte. Ja, und jetzt haben wir einmal die kurze Variante gesehen über Anja Brandt. Und jetzt kommt aus für Retzlaff. Oh, da wackelt das Netz, aber eine Schwerinerin drin. Punkt für Wiesbaden. Und da kommt Julia Retzlaff schon wieder zurück. Wozu dieser Wechsel? Ja, das war ein taktischer Wechsel, um Hanne vorne im Block zu haben, weil sie doch deutlich größer ist als Julia, aber eben in der Annahme nicht stark ist. Sie ist keine Annahmespielerin, ist eine gelernte Mittelblockerin und daher für die Annahme nicht so zuverlässig. Und darum wieder der Rückwechsel. Ja, da haben wir es gerade gesehen, den Vorteil, den Hanne da gehabt hätte gegenüber Julia Retzlaff, doch ziemlich klein am Netz. Und Patricia Thormann, Mittelpunkt für Schwerin. 21 zu 22. Aber du sagst gerade gelernte Mittelblockerin. Jetzt haben wir nochmal eine Auszeit. Gelernte Mittelblockerin. Trainiert man dann weniger Annahmen? Ja, auf jeden Fall. Also in der Jugend wird noch darauf Wert gelegt, allumfassend auszubilden. Aber nachher wird das natürlich spezialisiert. Und die Mittelblocker sind halt hauptsächlich für den Angriff und den Block zuständig, werden ja auch im Hinterfeld ausgewechselt für den Libero und dafür in der Annahme weniger gebraucht, sag ich mal. Das sind dann die Außeneingreiferinnen und die Liberas, die da ihre Arbeit vollbringen müssen. Ja, und der Libero ist ja eigentlich gar nicht für den Angriff gedacht, richtig? Ja, das ist vollkommen richtig. Die dürfen gar nicht angreifen. Wenn sie den Ball mal rüberschlagen übers Netz, muss das unter der Netzkante passieren. Und sind wirklich nur für die Annahme und die Feldabwehr zuständig. Ist das eigentlich dann eine besondere Auszeichnung in einer Mannschaft, wenn man der Libero ist? Auszeichnung nicht. Das ist einfach, sag ich mal, ein Entwicklungsprozess. Und wo sich dann herauskristallisiert, dass sie halt stärker in der Feldabwehr und an der Annahme sind. Meistens sind das dann auch die kleinen, wendigeren Spielerinnen, die halt auch nicht die Körpergröße haben, um am Netz bestehen zu können. Und klasse Ball von Denise Hanke. Da gibt es sogar Applaus von Maya Parale. Ja, das war sehr gut. Ja, erstmal gut gerettet und dann super verwertet. Also das war echt ein schöner Punkt. Und da haben wir erneut Auszeit und erneut von Wiesbaden. Ja, die Auszeit war wichtig, weil jetzt Schwerin ein paar Punkte hintereinander gemacht hat. Der Trainer will halt seine Mannschaft wieder besser in den Rhythmus bringen und natürlich Schwerin aus dem Rhythmus bringen. Aber wir hoffen mal, dass das nicht gelingt. Ja, selber Spielerin gewesen. Bringt einem sowas aus dem Rhythmus? Manchmal ja, manchmal nicht. Man ist mir nicht ganz so sicher, ob das jetzt die Auszeit war oder irgendein anderer Einfluss vielleicht. Das ist immer ganz unterschiedlich. Ja, jetzt gehen wir in die richtig spannende Phase dieses Satzes. 2 Punkte bis zum Satzgewinn für Schwerin. Merkt man das als Spieler? Wird man da nervöser? Ja, nervöser nicht mehr unbedingt, also sicherlich zu Anfang der Karriere, nachher ist man das auch gewöhnt. Das war natürlich ein unglücklicher Ball, aber gut für uns. Nee, also man lernt ja aus den Situationen, wenn man ein paar Mal in so einer Situation ist und nachher weiß man dann, um was es geht und worauf es ankommt und dann ist das schon in Ordnung. Ja, Patricia Thormann jetzt mit dem Aufschlag zum Satzgewinn, guter Block. Und der Block von Retzlaff geht ins Aus. Da konnte Pisinato den Ball nochmal retten. Erster Ersatzball abgewehrt. Ja, wir haben letztes Jahr in Dresden ganz ähnliche Situation gehabt. Ihr lag im zweiten Satz hinten. Habt ihn dann auch drehen können? Ja, das war schon ganz krass, weil das waren wirklich 5 Punkte, glaube ich, die wir hinten waren. Und das ist normalerweise nicht häufig der Fall, dass man zum Satzende mit so einem Rückstand nochmal zurückkommt. Aber das war echt toll. Und der Ball im Aus, ein Raunen geht durch die Arena.
2024. Und bei den Spielerinnen, die das miterlebt haben, gibt es da so eine Art Déjà-vu-Erscheinung? Nicht jetzt wieder? Nicht schon wieder? Na, es kann schon mal passieren. Sollte natürlich nicht, weil man eigentlich immer mit neuer Motivation in jedes Spiel geht und jede Situation ist anders. Aber sicherlich ist es manchmal der Fall. Ja, und jetzt haben wir Auszeit Schwerin und Satzball für Wiesbaden. So schnell kann es gehen im Volleyballsport. Kann so ein erster Satz, gerade wenn er so knapp verloren geht, ein ganzes Spiel beeinflussen? Nö, das finde ich nicht, weil selbst wenn man einen knappen Satz im ersten verliert, weiß man, dass man dran ist und dann hat man ja noch Folgesätze. Also das denke ich eher nicht. Höchstens, wenn man dann zum ersten Satz schon deutlich und hoch verliert, das könnte dann schon einen Einfluss haben für die nächsten Sätze. Aber jetzt knapp zu verlieren, eigentlich nicht. Dann wollen wir mal gucken. Pizzinato mit der Angabe und es wird wieder auf Anne Beuys gehen, ja? Und da ist alles frei für Julia Retzlaff und sie macht den Punkt. Da war der Block ja für den Angriff auf der anderen Seite eingestellt. Ja, das ist richtig. Das hat Denise Hanke sehr gut gelesen. Weil ihre Aufgabe ist es auch, aus dem Augenwinkel zu sehen, was die gegnerische Blockspielerin macht und dann natürlich entgegengesetzte Wege zu spielen. Und das auch mit dem Tempo, eben der Pass auf Julia Retzlaff war sehr schön schnell gespielt, dass da keine Chance mehr wäre, noch ranzukommen. Und jetzt die Frage, Denise Hanke geht raus für Crystal Estell. Daniel Joachim kommt für Patricia Thormann. Sicherlich waren die Wechsel andersrum gedacht, auch wenn sie so ausgeführt werden. Nee, das war schon so gewollt. Also wirklich Crystal Estell als Zuspielerin? Ja, ja. Nein. Das heißt Doppelwechsel. Das heißt, jetzt ist die neue Zuspielerin Tanja Joachim im Hinterfeld. Und wir haben drei Angreiferinnen vorne am Netz. Das ist ein taktischer Wechsel. Und das ist auf jeden Fall so gewollt, ja. Haben wir Estell mit dem Punkt für Schwerin. Kann man das als mutig bezeichnen? Seine Stammzuspielerin bei dem Spiel schon im ersten Satz rauszunehmen? Nein, also der Doppelwechsel, wie er ihn jetzt hier gemacht hat, ist eine gängige Methode. Also das hat er ja auch in den letzten Spielen häufig getan, auch im Champions League-Spiel. Und warum nicht bei diesem Spielstand, um vorne den Angriff und den Block zu stärken? Ja, der Ball im Aus, Punkt für Schwerin, jetzt haben wir Satzball für Schwerin. Den Vorteil haben sie sich zurückgekämpft. Ja, auf jeden Fall. Und ich bin der Meinung, dass sie jetzt den auch machen werden. Lege ich mich jetzt mal fest. Ja, gucken wir mal, wie gut Orakel Maya Parale ist. Berit Kaufeld schlägt auf zum Satzgewinn. Und der Ball im Aus und Schwerin gewinnt den ersten Satz mit 28, 26. Sehr gut. Ja, habe ich ja recht gehabt, ne? Ja, sehr gut von Maya Parale. Das Orakel, vielen Dank für den ersten Satz, dass du uns begleitet hast, hast uns viel Erfolgreiches mitgegeben. Und wir schauen uns jetzt gleich den zweiten Satz an. Erster geht mit 28, 26 an Schwerin. Ja, die Schwerin Arena hat sich wieder oben. Willkommen zum zweiten Satz zwischen dem Schweriner Sportclub und dem VC Wiesbaden. Den ersten Satz konnte der Schweriner Sportclub mit 28, 26 für sich entscheiden. Und Vistova eröffnet den zweiten Satz. Der Ball im Aus, 0 zu 1. Martina Vistova wird den Ball also erneut ins Spiel bringen. Und der Ball im Netz. Julia Osterloh. 1-1. Bert Kaufeld. Und der Punkt für Schwerin, 2 zu 1.
Unser Dach. Berit Kaufeld jetzt erneut. Starker Ball von Anne Beuys, aber ebenso stark abgewehrt. Der Ball bleibt auf Schweriner Seite. Tormann. Patricia Tormann mit dem Schlag ins Netz. 2-2. Regina Burchardt. Wieder an den Boys ausgeguckt. Und guter Schweriner Block mit Hanke und Brand. 3-2. Gute Arbeit von Brand am Netz. Natürlich die Grundlage, der gute Aufschlag von Denise Hanke. Gerettet von Retzlaff, alle Zeit für Schwerin. Guter Block. Thomas mit Übersicht, gut aufgepasst. Und den Ball bekommt Anne Beuys nicht mehr unter Kontrolle, der Punkt von Ivanovic. 4-3 für Schwerin. Julia Osterloh. Anne Beuys trifft den Ball nicht. 4-4. Ja, Anne Beuys. Mit der gelegten Variante sah nicht so gut aus, aber war erfolgreich. 5-4. Und erneut die kurze Variante über Brand. Der hat richtig gut ins Spiel gefunden. Und er hat den Ball klasse gerettet vom Schweriner Sportclub. Aber da ist alles offen. Thomsen und Hanke. Das waren nicht die gewohnten Positionen des Schweriner Sportclubs. Und da gibt es einen extra Applaus für Lisa Thomsen für die Annahme. Nur Bottner. Eine Beuys aus dem Hinterfeld. Jetzt hat Schwerin alle Seiten offen, aber guter Block. Und auch der Angriff von Ivanovic. Und der Punkt für Schwerin durch Julia Retzlaff. 7-5. Fischbarin, toller Ballwechsel. Anja Brandt.
Und Julia Redlaff mit dem Block. Und technische Auszeit am Stand von 8:5 für Schwerin. Ja, man hat allmählich das Gefühl, jetzt im zweiten Satz, die Mannschaften sind heiß gelaufen. Das Spiel gewinnt etwas an Niveau. Haben sich reingekämpft ins Spiel und zeigen jetzt den einen oder anderen sehr tollen Ballwechsel. Anja Brandt. Und wieder der rechte Punkt von der Angabe. Da wurde in Schwerin viel dran gearbeitet, scheinbar. In dieser Saison deutlich erfolgreicher. Bei der Angabe, die Schweriner Mädels, 10-5. Und da gibt es direkt die nächste Auszeit, genommen vom VfL Wiesbaden. Ja, man ist hierher gekommen, um zu gewinnen. So hat es der Trainer vor dem Spiel ausgedrückt. Man fährt hier nicht her, um Weihnachtsgeschenke abzuliefern. Und so haben sie sich auch im ersten Satz präsentiert, haben lange gegengehalten und letztendlich knapp verloren den ersten Satz. Im zweiten sieht das schon ein wenig anders aus. Und Anja Brandt bringt den Ball wieder ins Spiel. Haben sie wieder Probleme bei der Annahme. Berit Kaufeld zieht den Kürzeren am Netz. Und Julia Redlaff macht den Punkt. L5. Und Andreas Vollmer sieht aus, als wenn er gleich wechseln möchte. Ja, und es scheint auch so zu sein. Wieder kommt der Ball direkt wieder rüber nach der Angabe von Anja Brandt. Oh. 12-5. Ist der Punkt nach Schwerin gegangen, war wohl eine Wiesbadenerin dran. Und jetzt gibt es den Wechsel. Bistoba verlässt die Platte. Lucia Kaiser nimmt ihre Position ein und Anja Brandt macht wieder die Angabe. Ich wollte sagen, damit ist das Problem der Annahme noch nicht gelöst. Oh! Zweimalige Berührung. Also unsauber gespielt vom Schweriner Sportclub. 12-6. Der Ball wird eher in die Lücke zwischen Beuys und Hohm zu gehen. So hat es Denise Hanke angezeigt. Dem ist nicht so. Der Ball kommt wieder auf Julia Redlaff. Gut aufgepasst von Lisa Thomsen und Anne Beuys. Der ist drin. 13-6. Patrizia Thormann. Der Ball immer aus. 14-6. Und es gibt erneut die Auszeit
von Wiesbaden. Aber den Gästen läuft es jetzt überhaupt nicht. Haben einen ganz tollen ersten Satz gespielt. Und scheinen jetzt den zweiten hier sukzessive abzugeben. Verkaufen sich nicht gut im zweiten Satz. Patricia Thormann. Guter Block von Rettler, wollte ich sagen. Und dann ist der Punkt für Wiesbaden da. Guter Block gestellt. Und Pisinato hat einen erfolgreichen Block bei der Angabe. Und die ist im Aus. 15 zu 7. Deutliche Angelegenheit momentan für den Schweriner Sportclub. Retzloff. Kaufeld spät, aber nicht zu spät. Und der Ball schlecht. Aber Anne Beuys kann trotzdem noch etwas draus machen. Und Anne Beuys mit Glück und den Punkt. Da schüttelt sie selber den Kopf. Und technische Auszeit Nummer 2 im Satz Nummer 2. Ein bisschen Hand und Fuß. Ja, mehr Hand als Fuß. Diskussion zwischen Anne Beuys und Denise Hanke. Die Absprache läuft da wohl noch nicht ganz so sauber. Versucht auch mit Händen und Füßen zu reden. Aber momentan hat es gut funktioniert. Schwerin führt im zweiten Satz. Mit 16 zu 7. Den ersten gewann man mit 28 zu 26. Julia Retzler. Oh. Da war gar nicht so gut im Zuspiel auf Anne Beuys, aber sie macht das Allerbeste draußen mit dem Punkt. Julia Retzler. Also erneut. Und der Punkt für Wiesbaden. Und Lucia Kaiser. Jetzt. Mit der Angabe. Und der Block von Burchardt gegen Kaufeld. 17-9. Kein Grund zur Beunruhigung bei den Sperrinerinnen. Und das ist der Grund, warum. Nach dem schwachen Ball von Berry Kaufeld macht sie jetzt den Punkt. Zu 9.
Das war klasse am Netz von Osterloh. Aber auch ebenso klasse gelöst die Situation vom Schmöriner Sportclub und den Ball retten sie nicht mehr. Hier durch die Hände von Anne Beuys. 18-10. Technischer Fehler, zweifach Berührung. Nicht sauber gespielt den Ball. 18-11. Burchard mit der Angabe ins Netz. 18-12. Aber der Block offen, nicht geschlossen. Julia Retzlaff kann den Ball aber gut annehmen. Und diesmal steht der Block deutlich besser. Und Patricia Thormann macht den Punkt. Und erneut Denise Hanke. Okay. Klasse gerettet von Retzlaff und Hanke. Und jetzt die Chance für Schwerin. Julia Retzlaff aus dem Hinterfeld. Guter Block gestellt bei Wiesbaden. Und den Punkt geholt. 20-12. Durch die Nummer 12. Kisinja. Ivanovic. Und jetzt kommt zur Angabe Julia Osterloh. Und wieder ein guter Block von Ivanovic. Und da stand Patricia Thormann nicht gut zum Ball. 20-13. Osterloh. Ins Netz. 21-13. Und das Zeichen von Anne Beuys zu ihrem Vater kann ich jetzt mal draufhauen. Und der sagte ja. Und genau das tut Anne Beuys. Und Anja Brandt mit dem Block gegen den schwachen Schlag von Pesinato. Und Anne Beuys darf erneut. Diesmal ins Netz. Der Block war noch am Ball. 23-14. Und Anja Brandt. Zur Angabe. Und jetzt werden wir wahrscheinlich gleich nochmal den Wechsel sehen, den wir auch schon im ersten Satz gesehen haben. Wieder gute Angabe von Brandt und Patricia Thormann mit dem Punkt. Und die Schweriner Arena hebt sich. Anja Brandt schlägt auf zum Satzgewinn.
Jetzt die Chance für Schwerin an den Boys. Und der Punkt für den Schweriner Sportclub und er beendet den zweiten Satz ebenfalls erfolgreich. 25-14. Willkommen zurück, liebe Zuschauer, zu Satz Nummer 3, Schweriner Sportclub gegen den VfL Wiesbaden. 2:0 für den Schweriner Sportclub nach zwei Sätzen, 28-26, 25-14. Und das Spiel eröffnet wird Julia Retzlaff mit einer Fehlaufgabe. 0:1. Lucia Kaiser. Mit der ersten Aufgabe für Wiesbaden. Und auch der im Aus. 1:1. So kann man die Punkte natürlich auch rumbringen. Aber das ist dann kein tolles Volleyballspiel. Und etwas besser will es nun machen, Berit Kaufeld. Das war schon deutlich besser, der Punkt für Wiesbaden durch Kuseva. Und Regina Borchardt wird den Ball jetzt erneut ins Spiel bringen. Spielstand 2:1 für Wiesbaden. Anne Beuys. Guter Block. Gutes Zuspiel. Und jetzt kann Wiesbaden die Chance nutzen. Schlechtes Zuspiel. Aber trotzdem kann sie sich im Block durchsetzen. Ivanovic. 3:1 für Wiesbaden. Und Burchardt darf noch einmal. Ja, den Spielzug haben wir einfach mal durchspielen lassen. Haben Sie mal einen kleinen Eindruck von der Atmosphäre hier bekommen. In der Arena Patricia Thoma mit dem Punkt zum 2:3. Und Denise Hanke wird jetzt den Ball wieder ins Spiel bringen. Und das war hervorragend gesehen, der Punkt. Für Wiesbaden einfach nur in die hintere Ecke gelegt. Von Kuseva. Und der Barbara Roxana Witzhocke bringt den Ball ins Spiel. Klasse Reaktion von Lisa Thomsen und Schwerin mit der Chance. Retzlaff. Und da sind sich die Wiesbadenerinnen nicht einig. Da gab es einen Zuruf. Zu Witzhocke. Von Ivanovic. Und dann lässt sie die Hände weg. Und Ivanovic geht aber auch nicht hin. 3:4. Anne Beuys. Und Retzlaff. Am Block. Bringt den Ball ins Aus und damit Punkt Kuseva und Natalia Kuseva wird den Ball jetzt auch wieder ins Spiel bringen. 3:5. Und Retzlaff mit dem Punkt.
Anja Brandt. Direkter Punkt. 5-5 hat halt viel Erfolg mit ihren Angaben. Anja Brandt. Und einträchtiges Kopfschütteln auf der Wiesbadener Bank. Lasse gerettet von Hanke. Schwach von Beuys. 5-6. Ivanovic. Xenina. Der Ball zu weit. Patricia Thoma. Und Julia Retzlaff am Block wieder mit dem Balance aus. 6-7. Michele Tomazella Kisinato. Und Julia Retzlaff. Mit vielen Nachwirkungen und letztendlich mit dem Punkt 7-7. Der Ball ist drin. Und es war auch eine Schwerinerin dran. Dementsprechend Punkt für Wiesbaden, 8-7, Führung zur ersten technischen Auszeit. Sieht etwas besser aus für Wiesbaden als in Satz Nummer 2. Dann haben wir noch die offizielle Zuschauerzahl gleich mitbekommen. 1226 Zuschauer. Sehen wir ein unterhaltsames Spiel oder einen guten Schweriner Sportclub? Der Alarm zum Angriff ist eingeläutet von den Schweriner Fans. Aber Ball hat Wiesbaden. Lucia Kaiser bringt den Ball ins Spiel. Anne Beuys mit Problemen bei der Annahme. Und ein Punkt für Wiesbaden. 7-9. Und Lucia Kaiser darf erneut. Oh, was für ein Ball von Denise Hanke. Was für ein Ball, wie sie den da über den Block rüberlegt und der dann direkt dahinter runterfällt wie ein Stein. 8-9, ganz starker Ball. Berit Kaufeld. Der Ball im Aus. Neun zu neun.
Schwerin nimmt Fahrt auf. Kaufeld. Bekommen den Ball nicht wieder rüber. 10-9. Und es riecht nach einer Auszeit für Wiesbaden. Ganz so weit ist es noch nicht. Wenn man es richtig deutet, geht doch richtig hin zum Ball. Und der Punkt für Wiesbaden. Der Block stand da nicht gut und so kann Burchard den Punkt machen. Und jetzt auch die Angabe. Da steckt doch ein bisschen Aggression in ihr. Positive spielerische Aggression. Klasse von Hanke. Und die Chance jetzt für Schwerin. Brand. Klasse Pop. Das war zwar die erwartete Variante, aber sie war klasse gespielt. Schnell gespielt. Und deswegen konnte Wiesbaden nicht schnell genug nachrücken. 11-10. Denise Hanke. Der Block von Thormann und Brandt. 11-11. Wittorke. Manja Brandt am Netz, klasse. 12-11. Arne Beuys jetzt wieder mit der Sprungaufgabe. Abschlaghöhe 3-15. Der Ball immer aus von Patricia Thormann. Punkt für Wiesbaden. 14-14. Natürlich 12-12. Für 14 war die Nummer, die jetzt zur Angabe kommt, nämlich Natalia Kusewa. Und der Ball ganz klar immer aus. 13-12. Anja Brandt. Und auch der Ball zu weit. 13-13. Mit viel Spannung im dritten Satz. Aber so gut wie der zweite vom Schweriner Sportclub ist er nicht. Ivanovic. Patricia Thormann mit der Kurzvariante. Damit hat nur überhaupt keiner gerechnet. Sie scheint Schwerin neu ins Spiel eingepflegt zu haben. Erst mit Anja Brandt und jetzt mit Patricia Thormann. 13-14. Der Ball im Aus. Burchard. Ja. 15-13, Thormann erneut.
Kein guter Block von Anke. Punkt für Wiesbaden von Burchard. 15-14. Cesinato. Oh, das war gar nicht so einfach von Berit Kaufeld. Durch den Block durchgeschlagen. Stand sie eigentlich gar nicht so richtig gut zum Ball. Kein gutes Zuspiel, aber sie macht das Beste draus, nämlich den Punkt. 16-14, zweite technische Auszeit und diesmal für den Schweriner Sportclub. Julia Retzlaff. Und Denise Hanke mit dem Block. Gibt's der 14 und jetzt Wechsel bei Wiesbaden. Burchard geht aus dem Spiel. Und Steffi Lehmann ist die Neue auf der Platte. Und die Alte, das ist Julia Retzlaff. Und die bringt den Ball jetzt ins Spiel. Und der Punkt für Wiesbaden. Klasse durchgespielt. Hat sie genau die Lücke gefunden zwischen Block und Abwehrspieler. Und da hat er auch nichts weiter zwischen gepasst. Lucia Kaiser. 17-15. Und Kaufeld mit dem Punkt. 18-15. Kaufeld, auch eine Schlaghöhe von 3,10 Meter. Klasse Ball von Beuys. Nicht draufgeschlagen, geguckt und ganz überlegt gespielt. 19-15 und jetzt haben wir die erste Auszeit im dritten Satz genommen vom VfL Wiesbaden. Und dieses Zeichen würde für mich bedeuten, was der Wiesbader Trainer da macht. Den Blockanschlag. Vom Block ins Aus, so die Punkte holen im Angriff. Ob das so gelingt, wir werden es uns ansehen. Momentan läuft alles für den Schweriner Sportclub. Berit Kaufeld. Guter Block von Hanke. Und der Ball am Aus. Rosa ärgert sich. Und so langsam wird es knapp für Wiesbaden. 5 Punkte. Das Kaufeld bringt den Ball ins Spiel. Und der Punkt erneut für Schwerin. Guter Block von Hanke.
Und Wiesbaden hat scheinbar nicht mehr viel entgegenzusetzen, sondern es gibt erneut Auszeit. Möglicherweise die letzte in diesem Spiel. Und während der Schweriner Fanclub die Menge noch einmal einheizt, die Attacke zum Matchgewinn gibt, ist man auch bestens gelaunt auf Schweriner Seite. Während Kaufeld. Gut von Retzlaff. Rücklage von Boise, macht's aber gut. Den Punkt. 22:15. Kaufeld. Klasse von Retzlaff. Und da gibt es einen technischen Fehler. Auf Wiesbadener Seite hat es Hosak sehr gut gerettet. 23:15. Ein Blick auf den Boys. Viel zu meckern wird er heute nicht haben mit seiner Mannschaft. Kaufeld. Und der Block von Beuys und Brandt. Der Punkt geht nach Schwerin und damit heißt es Satz- und Matchball für den Schweriner Sportclub. Und dafür darf Berit Kaufeld Schläge auf zum Matchgewinn. Das ist der Sieg für den Schweriner Sportclub. Anne Beuys schlägt Schwerin ins Glück. 3:0 gewinnt der SSC gegen den VCB. Und nach einer tollen Leistung, in der sie sich im ersten Satz voll zurückgekämpft haben, ihn gewinnen mit 28:26 und den zweiten mit 25:14 klar und auch den dritten mit 25:15 klar. Herzlichen Glückwunsch an den Schweriner Sportclub. Rollen die Schweriner dann noch ein Transparent auf. Und dem möchten wir uns einfach einmal behaltlos anschließen. Das gilt nicht nur für die Zuschauer hier in der Arena, sondern auch von uns vom Schweriner Fernsehen. Wir wünschen euch ein frohes Fest und danken Ihnen fürs Zusehen. Bei jeder einzelnen Sendung, sei es hier beim Schweriner Sportclub, Volleyball-Bundesliga, beim Handball oder auch bei jeder anderen Sendung. Vielen Dank, dass Sie zusehen und uns die Möglichkeit geben, dieses tolle Fernsehen zu machen. Aber wo es noch ein wenig gefeiert wird hier in Schwerin,
wird die beste Spielerin gekürt heute auf Seiten des Schweriner SCs, Denise Hanke. Das wäre auch meine Wahl gewesen. Ganz tolles Spiel gemacht heute. Und auf Seiten des VfC Wiesbaden. Bin ich sehr gespannt. Und auch das wäre meine Entscheidung gewesen, Ivanovic. Es wird sie nicht trösten. Es wird sie nicht trösten. Natürlich ist es immer ein Kompliment vom Trainer der Gäste, als beste Spielerin gewählt zu werden. Aber man ist hier hingefahren, um ein gutes Spiel zu machen, um möglichst 2 Punkte mitzunehmen. Es wurde ein 0-3. Kein guter Start ins Fest. Aber es soll Wiesbaden nicht betrüben. Sie haben ihre Chance noch. Das Ziel sind die Playoffs. Und die können sie alle Male noch erreichen. Und dann sehen wir sie möglicherweise wieder in den Playoffs hier in der Schweriner Arena am Lambrechtsgrund. Und damit verabschieden wir uns vom Schweriner Fernsehen, vom Sport im Schwerin. Von Ihnen wünschen Ihnen erneut ein frohes Weihnachtsfest. Und wir sehen uns dann wieder noch einmal in diesem Jahr, kurz vor Silvester, wenn der Schweriner Sportclub den VfC Wiesbaden erneut empfängt im DVV-Pokal. Mit einem hoffentlich genauso schönen Ende für den Schweriner Sportclub. Und ich hoffe, wir sehen Sie dann alle wieder. Auf Wiedersehen. Bis dann.